6.000 Euro gesetzliche Rente und mehr? Ist das wirklich möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie lesen es ja ab und zu mal im Internet, in den Nachrichten, in verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen, Merkur und wie sie alle heißen. Was für Maximalrenten kann es denn geben? Wie hoch kann denn die höchste erreichbare Rente sein? Und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, die Frage, die sich mir immer stellt, ist, ja, was bringt mir das eigentlich, wenn ich weiß, was die höchste maximale Rente ist, die ich ja sowieso wahrscheinlich nicht erreichen kann? Denn wir wissen ja eines, 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner gibt es, dazu nochmal und rund 40 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann zukünftig irgendwann mal Rentenansprüche haben. Und glauben Sie mir bitte eins, ich mache ja nun die Tätigkeit eines Rentenberaters schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe noch nie einen Rentenbescheid gesehen, oder einen Versicherungsverlauf, der einem anderen gleicht. Ja? Und ich habe sicherlich auch schon wirklich super Renten gesehen. Erst vor kurzem zum Beispiel eine knappschaftliche Rente oder eine Rente, die zum Teil aus knappschaftlichen Zeiten bestand, so um die 4.000 Euro. Da musste ich auch sagen, voilà, meine Damen und Herren, der Versicherte hat es geschafft, ja? Aber hat er sich auch knochenhart erarbeitet, meine Damen und Herren. Ja, und nun hat mich das natürlich nicht losgelassen und ich denke, Mensch, jetzt musst du auch mal rechnen, jetzt mischst du einfach mal mit und spekulierst einfach mal richtig fein mit rum, was es denn alles so für Rentenhöhen in Deutschland geben könnte. Und Sie werden nicht staunen, meine Damen und Herren, da kommen wir auf die 6.000 Euro und ein bisschen mehr sogar schon locker hin. Aber das kann ich Ihnen wirklich garantieren, das sind absolute Laborbedingungen. Das ist also sozusagen feinstes Reinheitsgebot. Das ist eine Idealvorstellung, die es im Rentenrecht so nicht gibt. Aber ich habe Ihnen mal die Rechnung aufgemacht, dass Sie das einfach mal sehen können. Bleiben Sie bitte einfach dran. Bleiben Sie bitte am Monitor. Ich zeige Ihnen mal, um was es da geht. Also, 6.000 Euro gesetzliche Rente, ist das möglich? Ist das wirklich machbar? Theoretisch ist das machbar, theoretisch ist das möglich. Viele Beispiele, ich hatte es ja gerade gesagt, im Internet kursieren da rum über verschiedene Rentenhöhen und ich mische jetzt einfach mal mit. So, und als allererstes möchte ich mal sagen, was da möglicherweise immer so der entscheidende Fehler in den Berechnungen da im Internet ist. Die vergessen nämlich eines. Wir haben eine gesetzliche Rente. Diese gesetzliche Rente besteht im Grundsatz aus zwei Systemen. Einmal die allgemeine Rentenversicherung, da sind wir fast alle drinnen versichert, und die knappschaftliche Rentenversicherung. Und warum sage ich knappschaftliche Rentenversicherung? Wer in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert ist und eine knappschaftliche Tätigkeit ausübt, der hat eben andere Rechenwerte für die Berechnung der Entgeltpunkte. Ja, und dann haben wir auch, so steht es auch im SGB VI drin, zwei unterschiedliche Renten zu berechnen. Einmal, wenn ein Teil meiner Rente aus einer knappschaftlichen Rente besteht, dann müssen die Entgeltpunkte und auch die persönlichen Entgeltpunkte hierfür berechnet werden. Dann gibt es eine Monatsteilrente, knappschaftliche Rente. Und wenn ich Entgeltpunkte aus der allgemeinen Rentenversicherung habe, dann bekomme ich die eben nur aus der allgemeinen Rentenversicherung zugeschrieben mit den entsprechenden Entgeltpunkten und der monatlichen Teilrente aus der allgemeinen Rentenversicherung. Und ich habe mir einfach mal erlaubt, eine sogenannte Idealrente auszurechnen aus der knappschaftlichen Rente, weil da knacken wir die 6.000 Euro locker. Also wirklich war ich echt gespannt und auch erstaunt, was ich da ausgerechnet habe. Und ich hoffe, ich habe da keinen Rechenfehler begangen im Grundsatz. Also, wir haben in der knappschaftlichen Rentenversicherung einen Rentenartfaktor 1,333. Das ist der Rentenartfaktor, den bekomme ich bei der Berechnung der monatlichen Rente aus der knappschaftlichen Rente. Der ist um 33% höher als der Rentenartfaktor aus der allgemeinen Rentenversicherung, weil dort haben wir nämlich nur 1,0. Bitte das merken Sie sich. Die meisten von uns bekommen nämlich nur den Rentenartfaktor 1,0. So, und dann haben wir in der Knappschaft eine andere Beitragsbemessungsgrenze, meine Damen und Herren. Die ist eben nicht bei 90.600 wie in der allgemeinen Rentenversicherung, monatlich 7.550 Euro, sondern die liegt bei 111.600 Euro. Und das sind nämlich monatlich 9.300 Euro, gültig ab dem 01.01.2024. Und jetzt schauen wir uns mal das Rechenbeispiel an, was ich hier für Sie organisiert habe.
So, hier habe ich Ihnen noch mal ganz kurz erklärt, die Unterschiede zwischen der allgemeinen Rentenversicherung und der knappschaftlichen Rentenversicherung. Und jetzt machen wir einfach mal das Beispiel, was natürlich nicht real sein kann, aber ich will es Ihnen einfach mal zeigen, damit wir hier einfach mal mitspekulieren, so eine Runde. Ja, unser Versicherter ist am 01.01.2006 geboren, ein junger Kerl, der beginnt am 01.01.2024 nach seiner Berufsausbildung, die habe ich mal völlig unter den Tisch fallen lassen, mit genau dem 80., mit dem 18. Lebensjahr eine Tätigkeit in einer Werkstatt für Tagebaugeräte eines Salzabbaubetriebes. Da ist also im, da gibt es also, ich sage mal, Kaliwerativenort, ja, so ein Betrieb. Der baut unter Tage, 1000 Meter unter Tage, baut er mit großen Abraumgeräten Kalisalz ab. Das wird dann über Tage gefördert und wird dann gebraucht für verschiedene Sachen in der chemischen Industrie und auch zum Beispiel für die Streubetriebe im Winter, die dann Salz streuen. Ja? So. Und der Junge ist ein ganz fleißiger und der ist richtig super fit, ja? Und ist das Genie und der beginnt seine Tätigkeit mit sage mit genau diesen 111.600 Euro im Jahr. Und zwar bis zum 67. Lebensjahr. Also der knackt wirklich vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2072 knackt der voll durch und arbeitet dort fleißig in diesem Reparaturbetrieb und bringt auch die Geräte immer auf Vordermann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hoch ist seine Altersrente? Ja, wenn Sie haben sich ja gemerkt, Rentenartfaktor 1,333 und auch eine höhere Beitragsbemessungsgrenze. Also, wir nehmen die 111.600 und dividieren die durch das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2024 von 45.358 Euro. Das ergibt in Summe pro Jahr 2,4604 Entgeltpunkte. Das heißt also, unser junger Kerl, der da arbeitet, kriegt 2,604 Entgeltpunkte für ein Jahr Tätigkeit bei 111.600 Euro Lohn. So. Jetzt berechnen wir die ganze Geschichte nach 48 Jahren, denn ich habe ja gesagt, er beginnt mit dem 18. Lebensjahr und hört dann bei der Regelaltersgrenze auf. 31.12.2072 ist dann finito bei ihm, also Schluss. Das heißt, er bekommt für 48 Jahre 2,4604 Entgeltpunkte mal 48 ergibt sage und schreibe 118,0992 Entgeltpunkte. Ja? Und gehen Sie bitte davon aus, wenn ich in die Regelaltersrente gehe, dann gibt es zu diesen Entgeltpunkten keinen Abzug mehr. Ja? Also die werden nicht gekürzt. Der Zugangsfaktor ist 1,0. So, jetzt berechne ich mal die Monatsrente. Ganz einfach, nach der Rentenformel. 118,0992 Entgeltpunkte mal den Zugangsfaktor 1,0, also kein Abschlag. Und jetzt kommt das Entscheidende, mal Rentenartfaktor 1,333. Der arbeitet ja in der Knappschaft. Der ist der Knappschaft. Er ist ein knappschaftlich rentenversichert, der Junge. So, und da ich es ja besonders gut meine mit ihm, nehme ich auch gleichzeitig noch den neuen Rentenwert 39,32, der am 1.7.24 gilt. Na, was denken Sie, auf was ich da für eine Rente komme? Auf 6.191,39 Euro. Ja, da sind Sie sprachlos. Ich war es auch, meine Damen und Herren. Das kann im besten Falle tatsächlich an Rentenleistungen rauskommen. Bei einer gesetzlichen Altersrente, Regelaltersrente, resultiert aus einer Tätigkeit, die knappschaftlich versichert ist mit einem Rentenartfaktor 1,333. So, wenn ich aber nur in der allgemeinen Rentenversicherung versichert bin, bitte nicht falsch verstehen, das Wort nur ist hier nicht ganz korrekt, aber ich habe es ja im Rechenergebnis schon dargestellt, dann sieht die Sache ein wenig anders aus. Wir haben einen Rentenartfaktor von 1,0, habe ich ja gesagt, 1,0 statt 1,333, Knappschaft. Dann haben wir nur eine Beitragsbemessungsgrenze von 90.600, das heißt also ein Jahresarbeitsentgelt wird in der allgemeinen Rentenversicherung nur verbeitragt bis 90.600 Euro. Das macht monatlich 7.550 Euro aus, die ich beitragspflichtig verdienen kann. Alles, was ich oben drüber verdiene, wird dann nicht mehr verbeitragt. So, jetzt errechne ich die Entgeltpunkte pro Jahr, nehme ich die 90.600, dividiere die wieder durch die 45.358 Euro, vorläufiges Durchschnittsentgelt und komme dort auf 1,9974 Entgeltpunkte pro Jahr, was aus meiner Sicht auch schon eine stattliche Summe ist, meine Damen und Herren, an Entgeltpunkten, die ich erwirtschaften kann, Maximum. So, jetzt nehme ich die 1,99
74 Entgeltpunkte und multipliziere die mit 48. Dann komme ich auf 95,8752 Entgeltpunkte nach 48 Jahren Arbeit. Unter gleichen Bedingungen, nur der arbeitet dann halt eben nicht in der Werkstatt, sondern der arbeitet meinetwegen bei der Deutschen Rentenversicherung. Ja, so. Und jetzt berechne ich die Monatsrente zum 01.01.2073, der geht auch mit 67 in Rente. Und 95,8752 Entgeltpunkte mal Zugangsfaktor 1,0, also kein Abschlag, ja, also keine Kürzung der Entgeltpunkte, damit persönliche Entgeltpunkte genauso hoch wie die 95,8752. Dann multipliziere ich das mit dem Rentenartfaktor 1,0. Sie haben schon gehört, 1,0 statt 1,333, also schon 30% weniger. Und mit dem Rentenwert 39,32 Euro, der ab dem 01.07.2024 gilt, dann komme ich auf eine Monatsrente von 3.769,81 Euro. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, das ist schon irre. Ja, also für ostdeutsche Verhältnisse wäre das schon gigantisch, wenn wir eine solche Rente bekommen würden hier. Ich habe schon, also wie gesagt, Höchstrenten schon, eine Höchstrente, die in Richtung 4.000 Euro tendierte, ansonsten immer so doch schon relativ hohe Renten, 2.200, 2.500, 2.700 Euro. Ansonsten die Masse liegt deutlich unter diesen Beträgen. Meine Damen und Herren, die Monatsrente würde nach 48 Jahren in der allgemeinen Rentenversicherung 3.769,81 Euro betragen. Das sind last but not least fast 2.400 Euro weniger als unser Beispiel aus der Knappschaft, der mit 6.191,39 Euro hier eine Rente über 6.000 Euro bekommen würde. Meine Damen und Herren, ich möchte das mal nicht ausschließen, dass das nicht möglich sein könnte, aber da würden viele Zufälle zusammenkommen. Wir kennen zum Beispiel auch die Rentenwerte, die dann nächstes Jahr gelten, 2025 oder die 2055 gelten. Die kennen wir nicht. Ich kenne auch die Rechenwerte dann nicht, sondern ich bin nur ausgegangen von den Rentenwerten, vom Rentenwert zum 01.07.24 und den Rechenwerten, die wir jetzt in der Knappschaft in der allgemeinen Rentenversicherung haben und habe das dann in der Monatsrente sozusagen mit erfasst. Das ist ein Idealbild natürlich, 6.100 Euro. Ich gehe davon aus, dass die Renten in der Knappschaft sowieso schon deutlich höher sind als in der allgemeinen Rentenversicherung. Und deshalb würde ich sagen, meine Damen und Herren, da draußen am Äther und alle, die immer fleißig mitspekulieren und die sich über solche Beiträge auch sicherlich dann vielleicht freuen und sagen, Mensch, alles klar, ist ja ganz mal was Neues. Ich würde es nicht ausschließen, aber da würden viele Zufälle zusammenkommen. 6.191 Euro Monatsrente in der gesetzlichen Rentenversicherung. Meine lieben Herren, da sind Sie aber dicke mit dabei und würden sich richtig freuen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Sie können ja fleißig mitspekulieren. Schauen Sie es bitte mal an. Wir haben 21 Millionen unterschiedliche Rentnerinnen und Rentner mit unterschiedlichen Lebensviten. Können Sie mir wirklich glauben, es gleicht kein Versicherungsverlauf einem anderen. Das ist wie die DNA eines Menschen, die ist immer unterschiedlich. Also nochmal, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.